So, Lina für rapsport.de mal wieder. Heute in Leipzig mit dramatischer Unterstützung von den Dramatics. Wir haben uns was sehr Witziges überlegt, also ich mir nicht, aber die Jungs. Und zwar werden wir heute mal kein Standard-Interview machen. Es kommt mir ganz entgegen, weil ihr seht schon, ich bin ein bisschen nasal unterwegs heute und habe die fette Sommergrippe. Aber egal. Ja, die Jungs haben ein sehr, sehr schönes Spiel mitgebracht. Und der Dan, der erklärt das jetzt mal für uns, wie das geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Frage und eine Antwort direkt auf einer Karte. Das Spiel ist von, keine Ahnung, 1900, irgendwas zwischen 50 und 60. Und es gibt eine Frage und eine Antwort und man vermischt, man fragt sich einfach diese Fragen. Und die Antworten haben dann letztendlich nichts mit der Antwort zu tun. Das sind einfach universelle Antworten. Und ja, dann entstehen da manchmal ganz lustige Sachen. Okay, dann legen wir direkt mal los. Jeden Tag. Ja, ja, sicher. Genau. Wunderbar. Dann tägliches Ritual bei den Dramatics. Ich mittendrin. Ich bin sehr gespannt und ziehe die erste Karte. Ja, gleich Real Talk hier. Unterschlägst du deinen Eltern schlechte Noten? Ehe es schief geht. Okay, darfst direkt weitermachen? Ite, möchtest du berühmt werden? Im Zweifelsfall. Aisha, hast du O-Beine? Stört dich das? Das eine halbe Stunde. Du musst mich fragen. Ja, stimmt. Ja, ich bin ja dran. Ach Gott, diese Regeln. Hast du schon mal einen Rohrstock kennengelernt? Mensch, irgendwie, bei dir geht es immer um die Schule. Wie ein Regenwurm. Regenwurm? Der ist ein bisschen wild. Ja, nochmal ein neues. Nochmal neun? Ja. Dann musst du die Frage stellen. Dann stell dich die Frage nochmal. Also die Frage war zur Erinnerung, hast du schon mal einen Rohrstock kennengelernt? Siehst du das nicht? Achso, ich darf das Mic gar nicht wegnehmen. Ja doch, ne? Du darfst es auch gerne. Pärst du das auch? Stehen deine Ohren ab? Ich tue, was ich kann. bist du der Schrecken eures Ortes? Heute noch. Neue Frage. Ja, also da steht jetzt, ihr seid ja momentan vor allem Remix-mäßig unterwegs, so, was sind denn eure anstehenden Projekte gerade, die ihr in der Pipeline habt? Ich könnte ja sagen, von Geburt an, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wie weit wir damit sind, meinst du? Ja, was generell bei euch gerade so ansteht, weil man kriegt immer nur so am Rande was mit, habe ich das Gefühl. Ja, also wie gesagt, das ist einmal, das klingt immer so blöd, Producer-Album, was wir machen, also wir haben halt unseren Lieblingsrappern Beats geschickt. Ja, und da trudeln jetzt... Die da wären? Wenn wir das schon verraten? Nee, wir wollen auch keinen unter Druck setzen. Also ich glaube, man kann sich das schon denken. So. Also so die Leute, mit denen wir jetzt irgendwie mal öfter mal zu sehen waren oder sowas. Kein 50 Cent? Keine großen Überraschungen? Nee, nee, das natürlich nicht. Und da müssen jetzt noch ein paar Dinge eintrudeln, so 6, 7 Stück. Fehlen, glaube ich, noch. Ne? Und dann ja, geht's ans Mixen, Mastern und dann mal gucken, was überhaupt damit passiert. Ja, und dann sind wir natürlich noch am zweiten Album dran. Das geht aber sehr schleppend voran im Moment. Schade. Ja, aber es kommt. Also wir hatten auch noch nicht so richtig den Kopf frei einfach für das Ding im Moment. Wunderbar. Dann darfst du wieder eine Frage stellen. Ich dachte... Ja, nee, erst du. Du musst beantworten. Könntest du nachher... Also ich würde sagen, wir drehen es dann irgendwann nochmal um, dass ich dir auch mal Fragen stelle. Das ist sonst gemein. Und die UNO-Karte, die Drehkarte. Ja, genau. Liest du im Bett abends heimlich? Antwortest du. Sei nicht so neugierig. Ja, ihr merkt schon, da brennt die Luft. Spielst du gern mit dem Feuer? Da bin ich ganz groß. Wisst ihr Bescheid. Bist du ein alter Tollpatsch? Bei dir piept es wohl. Ja. Die Antworten sind richtig gut. Hast du Angst vor Geistern? Warte, ich mach jetzt, ich zieh jetzt eine. Hast du das noch nicht gemerkt? Prahlst du gerne? Hm. Zum Kummer meiner Eltern, ja. Hm. Oh, das ist jetzt eigentlich so die schlimmste Frage, die man einem Rapper stellen kann. Die muss ich dir jetzt stellen. Sagst du böse Worte? Du doch hoffentlich auch. Ja. Warte. Ich sehne mich danach. Gut, du darfst. Die
ist langweilig. Die ist auch langweilig. Bist du wasserscheu? Mit vollem Magen. Könntest du 20 Eis lecken? Aus reiner Berechnung. Auf jeden Fall. Ja. Ist langweilig. Bist du ein Träumer? Bis mir die Zähne wackeln. Mach mal Mund auf. Mund auf. Nee, ist noch alles fest. Wackeln noch nicht. Was ist das? Kneifst du aus, wenn ein großer Hund kommt? Wann und wo ich nur kann. Hast du schon mal etwas stibitzt? Darauf lege ich Wert. Natürlich. Wollen wir mal die Runde drehen? Ich mal. Trinkst du noch aus dem Fläschchen, lieber Felix? Ja. Ich möchte nichts übereilen. Möchtest du später viele Kinder haben? Bin ich vom Affen gebissen? Rauchst du heimlich? Früh übt sich, was ein Meister werden will. Ja. Bist du leicht wütend? So zwischendurch. Schneuzt du dich mit den Fingern? Da stelle ich mich lieber taub. Bist du sehr kameradschaftlich? Es steht mir zu. Ja. Das ist auch normales Fragen. Ach Quatsch. Das wird jetzt durchgezogen. Wäschst du deine Füße nur Weihnachten? Seht ihr, das sind jetzt die wirklichen Probleme, die durchkommen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Würdest du mit mir durch dick und dünn gehen? So, jetzt. Obacht. Nur in feiner Gesellschaft. Rülpst du laut beim Essen? Wenn mich keiner erwischt. Ja, ihr seid ja live momentan ganz gut unterwegs. Also ich muss ja eine Karte ziehen, ja? Steht da? Steht da drauf. Ihr seid ja live momentan echt ganz gut unterwegs. Was steht denn dieses Jahr noch so an? Und was erwartet uns heute Abend hier bei der All for Hip Hop Jam im Coney Island? Also dieses Jahr steht eigentlich nur noch nächste Woche Bramsche an. Und bis danach will uns keiner mehr sehen erstmal. Nein. Weil wir haben ja auch nichts Neues, wie du gerade schon gehört hast. Und was euch heute erwartet, ist das Übliche. Wir sind ziemlich rampenscheu und reden wenig zwischen den Liedern und performen so smooth wie möglich. Dann, die Frage gehört dir. Küsst du Damen die Hand? Ich bin nicht darauf angewiesen. Hast du ein gutes Herz? Oh, das geht jetzt aber tief. Kurz vor dem ersten. Ja. Bist du überall beliebt, Felix? Lieber beiß ich einen Hund. Die hatte ich ja schon. Meckerst du übers Essen? Ich tue nur so. Wäschst du dich jeden Tag gründlich? So oft ich kann. Ein kleiner Monk bin ich. Ja, auf jeden Fall. Haust du andere übers Ohr? Wenn es Brotsuppe gibt. Für Brotsuppe würde ich auch alles tun. Brotsuppe ist... Bist du ein eitler Affe? Das überlasse ich anderen. Was ist denn überhaupt Brotsuppe? Ja, stell doch mal die Frage. Was ist denn überhaupt Brotsuppe? Das ist auf jeden Fall was, das sollten wir weitergeben. Ich weiß es leider auch nicht. Also, sein. Wenn jemand weiß, was Brotsuppe ist oder ein Rezept hat gar, dann fühlt euch frei, auf jeden Fall. Heißes Wasser mit altem Brot. Heißes Wasser mit altem Brot. Das ist Suppe sein. Im Brot, oder nicht? Suppe im, so Kalzungen. Aber das, das ist dann noch Suppenbrot. Das ist dann Suppenbrot. Ist Brotsuppe wahrscheinlich also Suppe mit Brot drin? Stimmt. Ja, also es sind offene Fragen, die jetzt einfach bleiben. Ja, wichtige Fragen aber. Ja. Das überlasse ich anderen. Achso, ich muss noch eine Frage. Nee, du musst eine Frage stellen. Stellen und ich beantworte die. Das ist nicht so lange. Kaust du Fingernägel? Lieber nicht. Ja, direkt die Frage an euch beide. So euer letztes Album, das muss doch nur wirklich nicht sein, hat ja irgendwie so zumindest im Underground doch noch ganz schön Welle geschlagen, nachdem das auf Vinyl erschien und da irgendwie dann in der Juice und keine Ahnung. Wie war das für euch? Ich meine, ihr macht ewig Musik schon im Prinzip zusammen und in verschiedenen Konstellationen und dann irgendwann plötzlich kommt jemand und findet euer Album so geil und das ist plötzlich medial so repräsentativ und ich hatte nicht das Gefühl, dass es davor so war.
Hat das irgendwas für euch verändert? Euren Umgang mit Musik irgendwie in ein neues Licht gerückt? Also um ehrlich zu sein, ist es schon ein bisschen ein anderer Erwartungsdruck jetzt vor dem zweiten Album da, das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich nach, wie gesagt, 15 Jahren Hip-Hop, dann auch mal überregional gehört zu werden, auch einfach wundervoll so. Und deswegen ist es, bin ich eigentlich mehr dankbar, als jetzt, dass ich irgendwie undankbar über diesen Erwartungsdruck bin. Aber es ist auf jeden Fall, jetzt hat man natürlich so ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber irgendwie... Ich meine, das war ein bisschen verkrampft jetzt irgendwie. Kann ich verstehen. Dann habt ihr ja einen wunderbaren Track gemacht für den Rapsport-Sampler. Hack Life, ich habe das T-Shirt heute an, ich würde es gerne zeigen, aber es ist so kalt. Das geht nicht. Was macht für euch denn Hack Life aus? Das war ja auch nur so eine fixe Idee, so, wodurch der Track entstanden ist. Und das Bild und die Anlehnung fanden wir irgendwie schön. Und das ist jetzt nicht irgendwie unser neues Lebensmotto oder so. Aber ich meine, wir sind ja friedliebende Menschen und sehr harmoniebedürftig. Von daher hat das schon irgendwie was mit unserem Wesen ein bisschen zu tun, aber mehr auch nicht. Es war einfach eine Idee, die wir halt dann. Aber eine schöne. Eine schöne Idee, ja, fand ich auch. Deswegen haben wir es dann auch gemacht. Die Idee ist übrigens auch nicht von uns, sondern die ist von einem Kumpel von uns gewesen. Aber schön. Dann Grüße an den Kumpel. Gut gemacht. Habt ihr noch eine Frage an mich? Nein. Wollen wir wieder tauschen? Ja, wir machen. Oder wir waren gerade. Ja, machen wir wieder so rum jetzt. Ja, ich bin da komplett. Findest du deine Eltern altmodisch? Oh, Mama, Papa, es tut mir leid. Aber nur, wenn ein bissiger Hund dabei ist. Was? Nur, wenn ein bissiger Hund dabei ist. Da können sie dir nicht böse sein. Nee, auf jeden Fall nicht. Dann bist du ein Vielfraß. Ehe es schief geht. Hatten wir schon mal, oder? Ja? Ja. Ich muss ablegen. Ja, ich habe vergessen abzulegen. Wir haben versprochen, dass wir ablegen. Ja, dann lege ich ab jetzt ab. Ich merke schon, das eskaliert hier gerade. Von wegen Hagel. Ich glaube, wir sollten jetzt die friedliebenden Dramatics ihrem Drama überlassen und die Sache lieber beenden, weil ansonsten läuft hier Blut. Ich danke euch auf jeden Fall für diese wirklich herausragenden, tiefgründigen Antworten, die ihr mir gegeben habt, und es war mir ein Fest. Warum nicht? Warum nicht? Ja, ich würde euch ganz gerne die letzten Worte überlassen. Ja, nun. Ja, haltet auch so, ne? Bald kommt auf jeden Fall was. Es kann vielleicht auch noch ein bisschen dauern, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es immer nicht. Aber es kommt auf jeden Fall was, und wir sind sehr dankbar, dass euch das gefällt. Liebe. Liebe. Danke.